mit Ingolf Lück und Markus Maria Profittlich. Als Gäste heute Hella von Sinnen, Alexandra Bechtel und Elmar Hörig. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat 1. Bei uns bekommen Sie die witzigsten Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel Bundesliga. Wie will Bayern seine Spieler bei der Stange halten? Oder Gesundheit. Was tun gegen Schnupfen? Und Spielwarenmesse. Wie verkaufen Sie Wackeldackel für Frauen? Diese und andere Fragen beantworten heute wieder Mittelstürmer Markus Maria Profittlich. Und seine Manndeckung gilt heute ausschließlich dem Vereinsmaskottchen Alex Bechtel. Herzlich willkommen. Und beide betreten den Rasen im sportlichen Wettkampf gegen den Mann, der nichts lieber tut, als mit Bällen zu spielen. Immer höre ich. Und er tanzt nach der Pfeife von Oberschiedsrichterin Hella von Sinnen. Vielen, vielen Dank nochmal an die bezaubernde Hella von Sinnen, die noch einmal für den grippekranken Mirko Nonchef eingesprungen ist. Der arme, arme Mirko. Von seinem Krankenlager hat er uns diese Postkarte mit krakeliger Schrift geschrieben. Hier steht: Lieber Ingolf, ich liege im Bett und mir geht's schon etwas besser. Ich habe Schnupfen und außerdem läuft mir die Nase. Aber am meisten zu schaffen macht mir die unerträgliche Hitze und der Sonnenbrand. Viele Grüße an alle. Mirko. Was? Unverschämtheit aus Joka, das gibt's doch wohl gar nicht. Und ich habe eben die Tickets bezahlt, weil ich endlich mal wieder zu Gast sein wollte. Ja. Nee. Meine Damen und Herren, auch in der Bundesliga hat die Jagd auf Punkte wieder begonnen. Mit dem Start der Rückrunde beginnen auch wieder natürlich die Stammtischdiskussion um Abstieg und Trainerwechsel. Im Grunde ändert sich also nichts, denn abstiegsbedroht und ohne Trainer, Moment, das kennen wir doch seit Wochen von der CDU. Ha? Ja, aber mit einem Unterschied: bei Bayern München steht die millionenschwere Reservebank direkt im Stadion und bei der CDU steht sie in der Schweiz. Ja. Es gibt aber noch einen Unterschied, ja, zwischen Fußball und CDU. Haben Sie schon mal einen Bundesligaspieler gesehen, der freiwillig sein Trikot mit Angela Merkel tauschen möchte? Die Winterpause war jedenfalls eine tolle Zeit für meine Jungs von Arminia Bielefeld. Ja, ganze 7 Wochen in Folge, kein einziges Spiel verloren, das ist Rekord. Wunderbar. In unserem ersten Film der Woche geht es natürlich um Sport für die ganz, ganz Kleinen, nämlich für die Japaner. Alex und Markus, welche Schlagzeile könnte hinter diesen Bildern stecken? Ui. Was ist das denn? Das sieht aber ganz schön gemeingefährlich aus. Also, japanische Meisterschaften im 200 Meter Sack einklemmen. Kawasaki eingeklemmt. Man sieht es, glaube ich, ganz deutlich. Männer färben sich schon vor Ostern ihre Eier blau. Schlagzeilenbilder lauten: Japanische Hells Angels versetzen Tokio in Anführungszeichen. In Wirklichkeit handelt es sich bei diesem Originaldokument um eine wissenschaftliche Sensation. Jetzt ist es bewiesen: Reis macht blöd. Hello, Delma. Viele Reisesser im Publikum. Hier kommt euer Film. Lass sehen. Gucken. Peinlich. Deutsche Biathlon-Mannschaft vergisst Gewehre. Lass mal sehen. Lass mal gucken. Da kann man ja nicht die Luftwand sehen. Es schallt hoch bis zum höchsten Gipfel. Blauer Arsch und kalte Zipfel. Das ist ein neues Märchen: Schneeweißchen und Hodenrot. Ich habe
Punkte zu vergeben. 5 Punkte darf ich vergeben in dieser Runde. Bis auf die Runde, in der ich keine Punkte, 5 Punkte vergeben darf, sondern weniger Punkte oder mehr Punkte. Meine Damen und Herren, hier wurde wirklich versucht zu dichten. Ja? Genau. Ich habe einen Jambus erkannt, Dactylus, Trocheus, sogar einen dreihebigen Anapest. Ja? Genau. Aber inhaltlich nur Zoten, 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 Zoten. Deshalb diese Sendung muss sauber bleiben. Deswegen 4 Punkte für euch und nur 1 Punkt für euch. Ja. Das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Jawohl. Nach den gigantischen Silvesterpartys in Sydney, meine Damen und Herren, und in New York, haben die Chinesen jetzt noch eins draufgesetzt. Denn das Reich der Mitte feierte erst gestern sein traditionelles Neujahrsfest. Leider sind viele Chinesen so arm, dass sie Bohnen essen müssen, um überhaupt etwas zum Knallen zu haben. In unserer Schnellraterunde haben nun Alex und Markus 30 Sekunden Zeit, die letzten offenen Fragen über das Land der Mitte zu beantworten. Jede Antwort gibt einen Punkt. Und es geht los zum Thema China. 30 Sekunden ab jetzt. Warum sind die Chinesen gelb? Rot für alle. Gut. Was bedeutet das chinesische Sprichwort? So hai ka tokoyam. Quäle nie ein Tier zum Spaß, denn es könnte lecker sein. Ja, wunderbar. Wie nennt man in China einen dicken Mann? Gelber Sack. Wie heißt der bekannteste chinesische Fernsehkomiker? Was, der bekannteste chinesische Fernsehkomiker? Ja. Das ist doch gar nicht schwer, das ist Judy Kalil. Gut, warum sind die Chinesen so... Das war es auch schon. Aber schöne Antworten gegeben. Und jetzt habt ihr 30 Sekunden Zeit zu zeigen, ob ihr Chinesisch könnt. Und los geht es. Ja. Es geht um Tempo, 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 Tempo. 30 Sekunden ab jetzt. Warum gibt es so viele Chinesen? Willst du es wirklich wissen? Ja. Gute Antwort. Wie lautet die bekannteste Weisheit des Konfuzius? Die bekannteste Weisheit des Konfuzius? Ja, Konfuzius. Die Harald-Schmidt-Show wurde Ihnen präsentiert von Timmer Spielmann und König Gebetenel. Gut. Wer baute die chinesische Mauer? Die chinesische Mauer, die Ossis, zum Üben. Ja. Was war das Lebenswerk Mao Zedong? Mao Zedong, Lebenswerk. Ja. Mao Ram. Ja gut, das geht noch. Also, das geht noch rein. Ich zähle die Punkte und zwar waren das 1, 2, 3, 4 richtig beantwortete für euch. Und bei euch war halber es... Halber Punkt. Bei euch waren es überhaupt genau. 1, 2, 3, 4 Punkte auf jeder Seite. Das gibt einen Gesamtpunktestand von zurzeit 5 Punkte für euch und 8 Punkte für euch. Okay. Wunderbar. Dann klatschen wir nicht. Klatschen wir nicht. Ach so. Hollywood, meine Damen und Herren, ist im Oscar-Fieber. Übermorgen werden in der Traumfabrik die Nominierungen für den diesjährigen Oscar bekannt gegeben. Dabei gibt es wenig Überraschendes. Auch in diesem Jahr geht der Oscar für die beste weibliche Hauptdarstellerin wieder an die beste weibliche Hauptdarstellerin. Ihr sollt nun in unserem Rübenstift-Spiel, das ist, muss ich sagen, mein Lieblingsspiel in Vollwitz, ich liebe es, das Rübenstift-Spiel, sollt ihr berühmte Filme mit dem von uns patentierten Rübenstift darstellen, so zeichnen, dass der Teampartner sie erkennen kann. Ja, dazu habt ihr jedenfalls 15 Sekunden Zeit. Markus beginnt. Bist du bereit, Markus? Ja. Und hier habe ich die berühmten Filme auf diesen Karten. Das kann Markus sehen, das können Sie sehen, meine Damen und Herren zu Hause. Das kann natürlich Alex, jetzt erraten soll, nicht sehen. Aber ich kann es dir sagen. Ja, aber du darfst, es ist ein Pantomimen-Rübenstift-Spiel. Ein Pantomimen-Rübenstift-Spiel. Ja, das ist das Größte, was es gibt. Also, und hier ist der erste berühmte Film, Markus, zu zeichnen. 15 Sekunden Zeit, müsste zu schaffen sein. Ab jetzt. Los mit deinem Klapphelm. Okay, das ist der Nebel des Grauens. Legenden der Leidenschaft, Blair Witch Project, ein Zombie hing am Glockenseil. 101 Dalmatiner. Ja! Super. Sehr gut. Und? Sehr schön. 15 Sekunden Zeit an unseren... Picasso, Markus Möller, profitlich. Der nächste Film, 15 Sekunden, ab jetzt. Das ist Titanic, das ist Mickey Blue Eyes, das ist 9,5 Wochen, das ist irgendwas mit Wasser und Fluss und der Fluss des Unglücks, Tod, das Monster vom Amazonas, das ist... Ganz nah dran. Dreisamstiel. Die Fliege. Oh. Die Fliege, ein berühmter Film mit Jeff Goldblum in der Hauptrolle. Also, leider nicht erfahren. Ja.
gegeben. Du hast dir Mühe gegeben. Und noch wieder 50 Sekunden Zeit für einen berühmten. Du bist sicher, ja? Na, ist kein Pantomimenspiel, ist ein Zeichenspiel. Nessa. Ab jetzt. Der weiße Hai, das ist ein Po. Was im Po? Scheiße, ich weiß es doch auch nicht. Das ist da! Da, was denn? Der berühmte Zeichentrickfilm. Walter Mörs wird gewählt. Vielen Dank an unseren Schwierfing Markus Maria Profittlich. Das war schon ziemlich gut. Es war immer in einem Punkt. Und Hella, das jetzt darfst du ins Kino kommen. Kriegt mich total auf. Und das ist die wichtigste Frage als erstes. Sehe ich auch aus wie eine Nulle? Markus kämpft noch mit dem Rübenstift. Und Hella, auch du hast 15 Sekunden Zeit zu zeichnen. Und Elmar sollte es erraten. Das sind wirklich ganz einfache Filme. Berühmte Filme der Weltgeschichte. Hier ist der erste. Ab jetzt. Auch ein Arschloch, nein. Was ist das denn? Eine Uhr. 12 Uhr Mittag? Ja! Yeah! Yeah! Gary Cooper war das, glaube ich, oder? Besser. Gary Cooper, ja. Großartig. Besser kann man eine Uhr nicht zeichnen. Besser kann man sich zeichnen. Und erraten worden, das heißt... Ich sage mal für die neue Swatch-Reklame, hätte man das nehmen können. Genau. Und 15 Sekunden Zeit für den nächsten Film. Ab jetzt! 10 Uhr. 9 Uhr. 12. Die 12 Geschworenen. Die 12 Apostel, die 12 Sterne, 12 Sterne und 12 Monde. 12 Monde. Au! 12 Uhr nachts, Midnight Express wäre das gewesen. Leider. Ja, nicht mehr. Lass direkt so. Aber ich kann es ja noch gebrauchen für das nächste Spiel. Und jetzt gibt alles. Gibt alles, ich noch mehr gebe ich, ja. Der dritte Film. Es ist irgendein Scheiß, ich weiß es. Es ist irgendein Scheiß. Es geht los. Jetzt pass auf. Austin Powers? Nein. Nein. Was ist das? Nessie. Walfisch, Haifisch, der weiße Hai. Und den Zeit um. Es ist Miss Marple 1650 ab Paddington. Wäre es gewesen. Einfach. Eine geniale Leistung unserer Kinokritikerin Hella von Sinnen. Mannschaften haben jeweils einen Begriff erraten. Das bedeutet einen Punkt für jede Mannschaft. Und wir haben damit einen Zwischenstand von 6 Punkten für euch und 9 Punkten für Alex und Markus. Ein Bild, meine Damen und Herren, sagt mehr als 1000 Worte. Deshalb sollte man sich auch keine Bilder ins Schlafzimmer hängen. Denn wer kann schon bei dem Gelaber schlafen? Auch die Bilder in unserem Bilderrätsel haben uns einiges zu erzählen. Welche Meldung hinter diesen Bildern steckt, das verraten uns jetzt Alex und Markus. Wir sehen den beliebten Finanzminister Eichel, ein Schiff auf hoher See und ein Glas Pilz. Wie lautet die Schlagzeile? Fertig. Eichel schafft bei seiner alten Fregatte nur 7,5 Minuten. Du bist ein Gott! Du bist ein Gott! Ja. Das ist 7 Minuten länger als ich. Ekelhaft, Claudia Schiffers IQ hat nur 4%. Oh! Ja, lach doch mal! Bitte, einmal. Wenn die Eichel zu feucht ist, droht Pilzerkrankung. Schöne Antworten, hervorragend. Doch die richtige Meldung zu diesen Bildern, meine Damen und Herren, lautet, ich darf das mal sehen, Rechner, eigentlich ja ein Rechner, Rechner im Meer schnell leer. Ja? Die Schlagzeile dreht sich also um die rasante Entwicklung bei Computern. Rechner im Meer schnell leer, also Rechner immer schneller.
Ja? Aha! Mhm. Hell und Elmar, hier kommt euer. Aber Ingolf, kann man bei dir auch Punkte abziehen? Ja! Ja. Für Hella und Elmar, wir sehen den beliebten Schlagersänger Patrick Lindner. Hey. Eine schmackhafte Knackwurst und eine Packung Kondome. Ja! Wie könnte die Schlagzeile zu diesen Bildern lauten? Aber Elmar, bitte keine Zoten. Ach komm, Mensch. Schwuchtelparty und eine Knackwurst, das ist so eine Vorlage für Zoten, oder? Keine Zoten! Scheiße. Bitte. Also, pass auf. Probier ich mal. Also, pass auf. Keine Zoten. Volksmusik. Sehr schön, Elmar. Ist uns sehr, wurscht, sehr schön. Sagt der Pariser. War keine Zote dabei. Sehr schön. Ja, bitte. Steht doch, es steht doch. An Volksmusik möchte ich mich auch gerne orientieren. Okay, Volksmusikfest. Das nächste. In Volksmusikfest in Krakau. Mhm. Ist in Krakau, oder? Super. Volksmusikfest in Krakau geplatzt. Sehr schön, sehr schön. Aus gegebenem Anlass fange ich mal von hinten an. Sei so was gut. Denn? Safe, Knacker, singt. Keine Zote. Jetzt mach ich wieder von vorne. Toll. Scheiß Frisuren sind wurscht beim Sex. Ja! Ja! Wer ist das? Ja! Sehr, sehr, sehr schön. Und vor allem jugendfreie Antworten, genau wie die echte Meldung. Die lautet nämlich, warme Mahlzeiten gesünder. Elmar hat es geschafft, keine Zoten zu machen. Das gibt ihm einen ganz, ganz fantastischen, großen Vorteil. Diese Gruppe, 4 Punkte für euch und einen Punkt für euch. Dann findet zurzeit die weltgrößte Spielwarenmesse statt. Trotz vieler neuer Spielideen waren die meisten Besucher von der Ausstellung allerdings enttäuscht. Der Grund, sie mussten ihre Kinder nach der Messe wieder mit nach Hause nehmen. Für unser Dunkelfummelspiel wird Elmar Hörig sich jetzt in ein bekanntes Spielzeug verwandeln. Ja? Und Hella muss dann durch gezieltes Fummeln herausbekommen, welches Spielzeug Elmar darstellt. Das heißt, um welches Spielzeug es sich handelt. Hella, wenn du schon mal die blickdichte Spezialbrille aufsetzen würdest. Hier ist sie, bitte sehr. Ich will nicht an dem alten Mann rumfummeln. Wo willst du denn dann rumfummeln? Ich will an der Alex fummeln. Nein, komm zu mir, komm zu mir. So, Hella, ich bringe dich schon mal auf den Platz. Und, komm zu voll witzig, hieß es. Da kriegen wir Spaß, hieß es. Jetzt muss ich an diesem alten Rundfunkmoderator rumtasten. Ist doch scheiße, Alex, du bist. Es kann überhaupt nichts passieren. Und ich frage mal, Elmar, alles klar? Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, Elmar, komm als berühmtes Spielzeug vor dein Publikum. Elmar, höre ich, meine Damen und Herren. Bist du sicher? Ja, komm. Okay. Ja. Eine kleine. Ja. Sag Alexa zu mir. Papa, Barbarella, Barbie, Barbie. Nein, nein, nein. Doch, natürlich ist es Barbie. Titten, ja. Perücke. Mach mir den Pen. Mach mir den Pen. Des berühmtesten Computerspiels Top Raider. Ganz hervorragend erraten, meine Damen und Herren. Und sehen Sie gleich, wie Alex sich durch Markus fummelt. Wir sind schneller wieder da, als Sie ein Level bei Lara Croft schaffen. Bleiben Sie dran. Oh.
sowas Ähnliches wie Elmar Hörig und Hella von Sinnen. Und meine Damen und Herren, die bezaubernde Alex Bechtel. Und hinter den Kulissen das, was von Markus Maria Profittlich übrig geblieben ist. Alex, setz jetzt bitte deine blickdichte Spezialbrille auf, so ersparst du dir den schrecklichen Anblick, den wir mannhaft gemeinsam ansonsten aushalten werden. Ich hab Angst. Hast du Angst? Ja. Du brauchst keine Angst haben, du brauchst nur ein bisschen... Tasten in unserem Dunkelfummelspiel. Ist Markus bereit? Markus, bist du bereit? Ich komme. Oh. Auch das noch. Also, Auftritt, Markus. Oh. Das muss doch süß sein. Markus ist noch nicht an seinem Platz. Hier hinter der Nacht. Und Alex... Du sollst jetzt... Wo ist er denn? Da ist er. Ertasten. Oh Gott. Wer Markus ist, bitte unten anfangen. Wer ist Markus? Ein Spielzeug. Ach ja? Ui, das ist aber ein... Was ist das denn? Um Gottes Willen, eine Rüstung ist das auf jeden Fall. Huch. Gehst du da weg? Gehst du da weg? Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe... Nicht am Lack packen. Das ist, es ist so ein Rittermännchen. Playmobil-Männchen oder so. Ja! Meine Damen und Herren, Alex hat es ertastet und Hella hat es ertastet. Das heißt, Markus, geh ruhig auf deinen Platz. Ja, ja wie? Das heißt, es gibt für jede Gruppe gibt es in diesem letzten Spiel einen Punkt. Das heißt, wir haben einen sensationellen Gesamtpunktestand von 11 zu 11. Das heißt, beide haben gewonnen. Das war's mal wieder, meine Damen und Herren, bei Voll Witzig. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag, dann mit dem fantastischen Comedy-Duo. Stuhl. Gute Besserung, Mirko Donschev, und denken Sie daran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Wunderbar, danke und tschüss.